von Freising passte sich unbewusst der weihevollen Art des Bischofs an, räusperte sich theatralisch und blätterte die erste Seite seiner Notizen auf. Zunächst darf ich euch für eure freundlichen Worte danken. Ich komme gleich zur Sache, denn ich weiß, dass eure Zeit knapp ist, besonders die von Bruder Bernardus. Den Seitenhieb hatte er sich nicht verkneifen können. Jeder im Raum wusste, dass der Dominikaner der offizielle Beauftragte für alle hochnotpeinlichen Befragungen war. Die unterirdischen Kerker der Dominikaner waren voll mit Unglücklichen, die sich der Tortur aussetzen mussten. Von Bernardus hieß es, dass er die Befragungen gern höchstpersönlich durchführte, obwohl er dazu nicht verpflichtet war. Von Freising hatte ihn einmal gesehen, als er einem Delinquenten in den Dominikanergewölben die letzte Beichte abgenommen hatte. Bernardus war durch die Gänge geschritten, in denen die Schreie der Gefolterten widerhallten. Das Gesicht des Dominikaners war gerötet, mit Augen, die wie im Fieber glänzten, die fleischigen Lippen aufeinander gepresst. Das weiße Ordensgewand war mit Blutflecken übersät. Für von Freising hatte er ausgesehen wie ein Fleischhauer und nicht wie ein Mönch, der Gottes Werk tat. Fahrt fort, Bruder. Der Bischof machte eine Handbewegung. Bernardus Blick durchbohrte von Freising. Er enthielt sich aber jeden Kommentars. Von Freising begann zu erzählen. Sein Reisebericht umfasste die letzten 3 Jahre, die ihn, von Wien ausgehend, bis in den hohen Norden ins Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg über das Königreich Frankreich bis nach Spanien geführt hatten. Er versicherte, dass er, sofern es ihm irgendwie möglich war, allen Berichten über Scheinungen, Besessenheiten und Wunder nachgegangen war. Er habe mit vermeintlichen Augenzeugen, Angehörigen und Oberen gesprochen und die Stätten des Geschehens aufs Genaueste untersucht. Aber wie immer hatten sich die meisten Berichte als nicht nachhaltig oder einfach frei erfunden erwiesen, oftmals angetrieben von Neid und Missgunst. Manches verschwieg er. Er erzählte nichts über das Bauernmädchen in der verdorrten Heidelandschaft, das sich in Krämpfen gewunden hatte und in fremden Zungen sprach, bis von Freising nach tagelangen Gebeten ihre Heilung erreicht hatte. Er erzählte nichts von den Vorfällen in den Höhlen, tief in den spanischen Bergen. Wenn er es getan hätte, wäre bereits ein Tross von Dominikanern und anderen Kettenhunden auf dem Weg, um alle, die mit den Fällen zu tun hatten, zu befragen. Und was dann folgte, das wusste von Freising nur zu genau. Er hatte einmal den Fehler begangen, in diesem Saal zu viel von der Wahrheit zu sprechen. Er würde es nicht mehr machen.